So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen mit der Waldfragestunde weiter und widmen uns der Frage der Outdoor-Buddy, der im Gespensterwald übernachtet. Darf der das? Das kann ja wohl nicht angehen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist stellvertretend zu diversen Videos, wo große Outdoor-Influencer, und der Outdoor-Buddy ist definitiv ein großer, der hat, glaube ich, fast 800.000 Abonnenten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, oder sogar noch mehr, weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls Welten über mir und eine ganz andere Massentauglichkeit als ich. Ja? Weil meine Massentauglichkeit ist, ehrlich gesagt, hält sich in Grenzen. Ich mache super, super, super überlange, detailreiche Videos, wo die ganze Zeit nur ich in der Kamera hocke und Zeug erzähle. Das ist nicht unbedingt was, womit man jetzt Massen begeistern kann. Das ist für mich auch völlig in Ordnung. Hingegen eben so ein locker flockiges kleines Waldabenteuer, wie sie der Outdoor-Buddy zum Teil wohl macht. Ich habe jetzt ein bisschen reingeguckt, nicht allzu viel. Das ist dann halt schon eher massentauglich, sage ich jetzt mal. Ne? Und. Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Person oder an seiner Person, dass wir halt einfach andere Abonnentenzahlen haben. Aber ich bin auch wirklich gar nicht ganz zufrieden mit meinen 40.000 und ein paar zerquetschten. Ne? Darf der im Gespensterwald übernachten? Kurzfassung, ja. Aber, und das Aber bezieht sich jetzt gar nicht so sehr dann mehr auf den Outdoor-Buddy, sondern mehr so auf diese generelle Influencer macht irgendwas und das könnte potenziell einen Einfluss haben, Diskussion. Darüber sollten wir uns, glaube ich, mal wieder ein bisschen unterhalten. Und wenn euch das interessiert, dann seid ihr herzlich eingeladen, mir weiter zuzugucken beim Zeug erzählen. So. Denn ich verlinke euch mal das entsprechende Video, wo der Outdoor-Buddy eben im Gespensterwald übernachtet. Das ist auch nicht besonders lang. Und des Weiteren verlinke ich euch einen entsprechenden Artikel, auf den ich eben hingewiesen worden bin, dass da drauf, ja, in dem Artikel darauf hingewiesen wird, dass es eben möglicherweise nach Recherche desjenigen, der den Artikel verfasst hat, nicht erlaubt ist, im Gespensterwald die Wege zu verlassen, weil sonst geht da alles kaputt. So. Jetzt. Erstmal, was tut der da für diejenigen, die das Video jetzt nicht angeguckt haben? Also könnt ihr, wie gesagt, ruhig gerne wegen mir machen, müsst ihr aber nicht zwingend. Im Grunde ist das ein Overnighter. Der geht da in den Wald, hat noch einen Kumpel dabei, dann hängen sie da ihre Hängematte auf, gucken sich den Wald vorher ein kleines bisschen an, machen sich was zu essen an der Ostseeküste, gehen in die Hängematte, schlafen, am nächsten Morgen stehen sie auf, trinken, essen was, glaube ich, und hauen wieder ab. Fertig. Ja? Im Wesentlichen ist es das. Was ist jetzt das Fancye dabei? Gespensterwald. Da das so gefragt wird, das ist im Prinzip durch den ständigen Wind, der von der Küste kommt und damit einhergehend das Salz, das von der Ostsee, also quasi die Gischt der Ostsee, die ja salzhaltig ist, die da in diesen Wald reingepustet wird, führt das dazu, dass dadurch die Bäume langsam ein bisschen geschädigt werden und dann eine leichte weißliche Färbung von der Rinde her auch einnehmen, einfach durch die extreme Witterung, und das sieht dann halt leicht gespenstisch aus, wie so weiße Baumskelette, Baumgeister, irgendwie so in diese Richtung. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wie exakt das vonstatten geht, aber das haben wir relativ häufig bei Küstenwäldern, die eben mit einer ständigen salzigen Gischt-Exposition zu tun haben. Dazu kommt dann noch, dass es sich ohnehin um einen mäßig wüchsigen Küstenbuchenwald handelt, von der Zusammensetzung her. Ich konnte das jetzt aufgrund der Bilder nicht 100% erkennen, aber das ist... Kurzer Gruß aus dem Schnitt. Ich habe mir noch mal kurz die Geologie unterm Wald angeguckt. Das ist Grundmoräne. Grundmoräne ist das abgelagerte Material, was der skandinavische Gletscher in den diversen Eiszeiten des Quartärs auf Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise dem, was wir heute so nennen, hat liegen lassen. Ja? Das sind dann also abgeriebene Gesteinsmaterialien, mal ein bisschen gröber, mal ein bisschen feiner, die der Gletscher entlang seines Fließens über das skandinavische Gebirge, das mal erheblich höher gewesen ist früher,
so abgeschliffen hat. Und wenn der Gletscher dann langsamer wird, beziehungsweise zum Erliegen kommt und auch einfach das Gefälle nicht mehr da ist, und ein Gebirge gibt es da ja nicht, da an der Ostseeküste, dann lagert er eben das Material, was er so dabei hat, wieder ab. Und das, was eben unterm Hauptgletscher abgelagert wird und nach durch das Eis nach unten wandert, das nennt man Grundmoräne. Und in diesem Fall ist das ein Mix aus verschiedensten Gesteinsarten, die eben im skandinavischen Gebirge vorkommen. Sowas ist meistens recht fruchtbar, aber gleichzeitig auch relativ instabil und kann durch Wind und Wetter, wie es zum Beispiel eben an der Küste sehr stark vorkommt, einfach abgetragen und wegerodiert werden. Und dadurch kommt auch diese Steilküste, die wir da direkt vor den Bäumen ja, am Strand haben, zustande. Ja, also das zur geologischen Ausgangslage. Dann vielleicht noch ganz kurz, wenn ich sowieso schon am Quatschen bin. Der Wald selber setzt sich zusammen aus Buche, Eiche, Hain, Buche und Esche. Esche wird demnächst wegsterben. Heißt, dann ist es noch ein Buche, Eiche, Hain, Buche. Weil das ist für diese Region relativ typisch. Das ist jetzt also nichts unglaublich Besonderes. Allerdings die Ausprägung der Bäume, die ist natürlich spannend und deswegen trägt er auch den Namen Gespensterwald. Aber das könnt ihr euch alles auch genau im Video vom Adventure Buddy, ha, jetzt habe ich es mal richtig gesagt, anschauen. Alles so ein bisschen in die Richtung gehend zu tun, der eben nur mäßig wüchsig ist. Da bleiben die Buchen auch typischerweise ein bisschen kleiner, typischerweise ein bisschen, ja, ich sag mal, wenig gerade als woanders. Und das geht dann halt natürlich insbesondere mit eben dieser salzigen Gischt dann zu diesem gespenstischen Aussehen dieses Waldes über. So, gehen wir mal der Reihe nach durch, was der gute Outdoor-Buddy da treibt. Zunächst mal, er läuft da rum. Darf er das? Und dazu erster Blick, wenn ich sowas beurteilen soll für einen konkreten Wald, ist erstmal auf Google Maps, ehrlich gesagt. Ja, weil ich will ja erstmal wissen, wo ist denn das überhaupt? Und dann findet man eben raus, habe ich schon wieder vergessen, wie der Ort heißt, neben welchem Ort, Ostseebad irgendwas, dieser Gespensterwald liegt. Dann guckt man sich das auf der Karte an, dann weiß man's. So, wenn jetzt auf der Karte schon drin steht, dass dieser entsprechende Gespensterwald, der auf Google Maps zum Beispiel vermerkt ist, ein Naturschutzgebiet ist, das steht meistens dabei, nicht immer. Da darf man sich auch nicht darauf verlassen, dass wenn es da nicht steht, es nicht zwingend eins ist. Kann nämlich trotzdem noch eins sein. Aber meistens steht schon dabei, was Naturschutzgebiete angeht. Und da es auf Google Maps nicht steht, dass das ein Naturschutzgebiet sei, ist das schon mal das erste Indiz, dass es keins ist. So. Da man sich aber nicht sicher sein kann, durch Google Maps gehen wir als nächstes, das habe ich euch unten auch verlinkt, könnt ihr auch gerne mal selber drauf gucken, auf die Karte vom Bundesamt für Naturschutz, auf der sämtliche Schutzgebiete verzeichnet sind. Und das ist eine interaktive Karte, auf der kann man sich dann eben entsprechend anklicken, welche Schutzgebietskategorien man angezeigt bekommen möchte. Wenn man da alles auswählt, was man überhaupt nur irgendwie angezeigt kriegen kann, dann wird die Karte sehr, sehr bunt und man findet so gut wie keinen Flecken, jetzt mal abgesehen von der Kölner Innenstadt vielleicht, von Deutschland mehr, der nicht in irgendeiner Form irgendeinem Naturschutz, Vogelschutz, sonst was Schutzgebiet, Wasserschutzgebiet oder sonst was zugeordnet ist. Ja? Und auch im Fall von unserem Gespensterwald, der ist ein Landschaftsschutzgebiet, wie wir dieser Karte entnehmen können, was er allerdings eben tatsächlich nicht ist. Und da diese Karte vom Bundesamt für Naturschutz, naja, ich sage jetzt mal, die ist nicht so amtlich, dass man sich jetzt auf den Millimeter Karte genau exakt darauf berufen kann, hier ist das nicht mehr eingezeichnet, hier bin ich nicht mehr im Schutzgebiet, deswegen darf ich hier jetzt alles. Das nicht, ja. Also da würde ich mich nicht darauf berufen wollen, aber dass es kein Naturschutzgebiet ist, geht da doch schon sehr, sehr sicher draus hervor. Und als Landschaftsschutzgebiet hat es zunächst mal nicht automatisch irgendein Betretungsverbot. Das heißt, darf der Buddy mit seinem dicken Kumpel oder wie der heißt, da drin rumlaufen? Ja, darf er. Erstmal.
Erstmal. Was wir jetzt natürlich nicht wissen, als diejenigen, die nicht vor Ort sind, ob vorm Wald, am Waldeingang nicht eben doch ein Schild steht, wo die Gemeinde, sage ich jetzt mal, aus irgendwelchen Gründen das Betreten von zum Beispiel dem direkten Uferstreifen, wo dann diese kleine Steilküste, diese niedrige Steilküste, das sind ja irgendwie nur 2 Meter oder 3 Meter oder keine Ahnung, hält sich jedenfalls in Grenzen, direkt abbricht. Müsst euch das Video angucken, dann seht ihr das genauer. Davor befindet sich so eine Holzabsperrung. Ja, da kann natürlich jederzeit rübersteigen und die ist jetzt nicht gerade besonders sicher im Sinne von, wenn sie 100% verhindern soll, dass da eben einer drüber steigt. Das tut sie nicht. Aber trotzdem, so eine Absperrung hat in vielen Fällen, auch wenn sie nicht nochmal separat mit einem Schild gekennzeichnet ist, rechtlich gesehen tatsächlich die Bewandtnis, dass man da nicht drüber darf, wenn man nicht eben irgendeine Genehmigung hat, um da doch drüber zu dürfen. Ist in diesem Fall auch nicht ganz undoof, dass die da ist, weil dieser Bereich direkt an der Küste mit dieser Abbruchkante, das ist natürlich empfindlich. Das ist ein besonderes Stück Boden, ein besonderes Stück Natur, wenn man so möchte, und das ist trittempfindlich. Heißt, wenn da viele Leute drauf rumtrampeln auf diesem Stück, dann gehen da natürlich auch die Pflänzchen kaputt, und da auf diesen speziellen, wirklich auch sehr seltenen Böden vorkommen, auch außerhalb des Waldes, weil schon zu weit draußen und die Wachstumsbedingungen für Bäume bereits zu schlecht sind, auch wenn vielleicht zu viel salzige Gischt da ankommt, man müsste sich das im Detail angucken, ob es da nicht vielleicht sogar Salzwiesenarten entsprechend sogar gibt an dieser Kante. Da entsteht dann schon ein besonderes, seltenes Ökosystem, das zwar in diesem Fall kein Naturschutzgebiet gerechtfertigt hat, warum auch immer. Ich persönlich hätte mir jetzt vorstellen können, dass man da schon eins macht. Vielleicht hat es auch nie jemand beantragt oder die Gemeinde wollte es nicht. Manchmal sind auch Gemeinden gegen Naturschutzgebiete, weil damit halt diverse Auflagen und Verpflichtungen einhergehen. Und das könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Ja? Und macht man da was kaputt, wenn man da im größeren Umfang drauf rumläuft? Ja. Ist das verboten? Und das ist eben jetzt die Frage. Dadurch, dass da dieser Zaun ist, kann man da schon von ausgehen, dass Leute vor Ort einen da nicht jenseits des Zauns sehen wollen. Und ja, da müsste man es jetzt auf einen Rechtsstreit tatsächlich ankommen lassen im Zweifelsfall. Wenn du also jenseits des Zauns entdeckt wirst, es keine größere Verordnung, keinen größeren Rechtsstatus dieses Waldes gibt, der dir verbietet, die Wege zu verlassen, müsste man jetzt tatsächlich da wirklich dann notfalls vor Gericht ziehen, um dann irgendeinen Richter klären zu lassen, wie jetzt im Einzelnen da jetzt nun die Rechtslage ist. Der Waldbesitzer, was wahrscheinlich die Gemeinde sein wird, will dich nicht über den Zaun lassen, aber es gibt eben keine Verordnung, die zu diesem Wald gehört, die das verbietet. Schwierig, ja. Ich würde aus Gründen des freundlichen Umgangs miteinander und aufgrund der Tatsache, dass man beim Betreten des Waldes gefälligst brav zu sein hat, ja, vorsichtig formuliert, aber fast jedes Landeswaldgesetz hat irgendeine Formulierung, die in die Richtung geht, dass beim Betreten des Waldes da niemand gestört, zerstört oder sonst irgendwie beeinträchtigt werden soll. Heißt, jeder, der in den Wald geht, hat sich so zu verhalten, dass er niemand anders auf den Sack geht und den Wald nicht kaputt macht. Und da man streng genommen beides tut, wenn man über diese Absperrung da drüber steigt, weil wahrscheinlich eben die Anwohner das auf den Sack gehen wird, wenn sie es sehen. Und zweitens, man eben dann die Pflänzchen, die da eben empfindlich sind, auf diesem letzten Stück kurz vor der Küste kaputt macht, ist es eine Beeinträchtigung des Waldes und eine Störung anderer Erholungssuchender. Kann zumindest so ausgelegt werden, aber das müsste wirklich im Endeffekt dann tatsächlich irgendwie vor Gericht geklärt werden. Also, darf der Buddy da drüber steigen und sich da mit seinem Gasköcherchen oder mit Wasser gekocht hat, sein Abendessen heiß machen? Letzteres, ne. Weil da ist ein Mecklenburg-Vorpommern, da herrscht ein generelles Feuerverbot im Wald. Diese Fläche zählt zum Wald und da darf man keinen Kocher benutzen.
würde ich angegebenenfalls an gegebener Stelle vielleicht auch mal tun. Ja, aber streng genommen, wenn wir es jetzt rein juristisch betrachten, nö, darf er nicht, das ist Feuer im Wald, das ist ordnungswidrig, das kostet im Regelfall sowas um die 45 Euro, weil da ein entsprechendes Bußgeld und so weiter und so fort mit einhergeht. Und wenn du dann sagst, ich akzeptiere die Verwarnung, dann kostet es 45 Euro. Wenn nicht, gibt es ein Bußgeldbescheid, da kommt dann noch Bearbeitungsgebühr und so weiter und so fort dazu. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich teuer. Jedenfalls ist es erheblich teurer im Regelfall als die 45 Euro, die das mit der Verwarnung kosten würde. Vorausgesetzt natürlich, jemand kommt vorbei, der so eine Verwarnung bzw. so ein Bußgeld überhaupt erteilen kann. Ja? Aber das nur mal am Rande angemerkt, also das Köcherchen benutzen darf man offiziell nicht. Wobei ich wirklich nicht ethisch-moralisch jetzt in irgendeiner Form diesen hier machen soll. Böse, böse, böse. Und will ich nämlich auch nicht, weil, wie gesagt, das hätte ich nicht direkt da an der Küste. Das hätte ich nicht. Wobei, da kann er auch nichts anzünden. Also so gesehen ist das schon nicht falsch. Aber halt nicht erlaubt. Ja? Falsch und illegal sind nicht immer das Gleiche. Ne? ja, da kann man sich jetzt kloppen. So, ja, das Übernachten in der Hängematte. Ja? Hängematte per se ist überhaupt kein Problem. Das ist weder ein Zelt, noch ist es in irgendeiner Form sowas, was in diese Richtung geht. Es wäre dann ein Thema vielleicht, wenn man so ein komplett geschlossenes, super tolles, fancy Hängematten-Setup verwendet, das dann auch noch eine Regenhülle drum hat und so weiter. Aber Hängematte nur mit Mückennetz, ohne jetzt noch ein Tarp drüber gespannt zu haben und das alles zusammengebaut als super fancy Konstruktion, das könnte, letzteres, könnte gegebenenfalls, auch da müsste man es schlimmstenfalls auf einen Rechtsstreit ankommen lassen, als Zelt angesehen werden und im Zweifel hat derjenige, der im Wald das Sagen hat, immer Recht und darf dich dann aus dem Wald rausschmeißen. Wenn er sagt, das ist ein Zelt, dann kann er dich erstmal rausschmeißen. Dann kannst du hinterher Beschwerde einlegen und so weiter und so fort, aber du bist erstmal weg. Vorsichtig ausgedrückt. Ja? Hingegen so eine reine Hängematte mit Mückennetz drüber, das dürfte schwerlich als Zelt zu bezeichnen sein und damit müsste er eigentlich da ziemlich, also die zwei müssten da ziemlich legal übernachtet haben, weil da ist ja auch kein Betretungsverbot, schon gar nicht für den hinter dem Küstenstreifen liegenden Wald. Da sehe ich keinerlei Grund, warum es da ein Betretungsverbot geben soll, beziehungsweise worin das begründet sein soll. Außer, dazu kommen wir noch, ja, also so gesehen, das dürfte eine genauso legal oder illegal wie jede andere Übernachtung im Walde auch gewesen sein. Also grundsätzlich dürfen die im Gespensterwald pennen, wahrscheinlich schon. So, und jetzt haben wir allerdings noch in den unten verlinkt diesen zweiten Artikel, wo halt eben nach Recherche desjenigen, der diesen Artikel verfasst hat, das Betreten bzw. das Verlassen der Wege im Gespensterwald verboten sein soll. Ja? Nochmal, eine Rechtsgrundlage dafür ohne Naturschutzgebiet, schwierig. Ja? Kann vereinzelt auch in einem Landschaftsschutzgebiet herrschen, vereinzelt, aber dann müsste vorne dran ein fettes Schild stehen. Ja? Und drum, jetzt kommt es halt darauf an, ist man vor Ort, sieht da ein fettes Schild, da ist ein Betretungsverbot und die haben das Schild natürlich nicht gefilmt und haben sich dann drüber hinweggesetzt, dann ist klar, dann ist es illegal. Ja? Aber gibt es da eben kein explizit nochmal ein Schild mit entsprechender Begründung, warum da ein Betretungsverbot ist, dann ist das auch nicht illegal. Beziehungsweise wenn jetzt der zuständige Förster oder wer auch immer für diesen Wald zuständig sein mag, das Gefühl hat, da soll keiner vom Weg runter, dann ist das schön und gut und das kann er im Einzelfall, wenn er vor Ort ist, auch jeweils durchsetzen, indem er das sagt und die Leute wieder zurück auf den Weg scheucht oder aus dem Wald scheucht. Das funktioniert schon, aber solange er nicht da ist, kann das dann keiner wissen, wenn es eben nicht gekennzeichnet ist. Und langfristige Sperrungen vom Wald, das ist auch deutschlandweit so, da gibt es natürlich bundeslandtechnisch noch ein paar Unterschiede, aber langfristige Sperrungen vom Wald müssen begründet sein. Und da brauchst du einen guten Grund, um langfristig ein Waldstück sperren zu können. Meistens ist es im Naturschutz begründet. Und ja, das scheint es da nicht zu geben. So. Das heißt, die Übernachtung war in der gleichen rechtlichen Grauzone wie jede andere Waldübernachtung in Mecklenburg-Vorpommern auch.
Grundsätzlich sind die in Mecklenburg-Vorpommern nämlich durchaus recht tolerant, was die Waldübernachtung angeht. Jetzt regnet's. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal kurz meinen Rucksack über die Kamera zu legen, damit die wenigstens trocken bleibt. So, und jetzt seht ihr mich noch, hoffe ich. Aber ich sehe mich nicht mehr, beziehungsweise, aber ich dürfte noch einigermaßen im Bild sein. Scheiße, da hängt ein Heizverschluss nicht runter. Moment. Jetzt. Gut, und jetzt kann ich noch kurz zu Ende ergänzen, was ich noch sagen wollte. Schlimmstenfalls werde ich halt nass, ist eh warm. Aber, genau, das große Aber bei der Geschichte, was ich einfach grundsätzlich nochmal ansprechen wollte. Wenn wir, also wir Influencer, ich als Kleiner, der Buddy als erheblich Größerer, halt eben so ein spezielles Waldgebiet wie eben diesen Gespensterwald jetzt interessant finden und da hingehen und sagen, wir übernachten im Gespensterwald, dann kann es halt passieren, ob man das jetzt drauf anlegt oder nicht, und ob einem das jetzt nicht egal ist oder doch, führt es halt gerne mal dazu, dass man dann recht viele Leute zum das gleiche Tun animiert. Und dann wird irgendwann möglicherweise an so einem konkreten Ort in der Natur, und das ist nur ein kleiner Wald, dieser Gespensterwald, der ist nicht groß, insbesondere das Gebiet, wo eben diese gespensterischen Bäume rumstehen, das dürfte besonders klein sein. Wenn da halt wirklich viele Leute rumtrampeln, dann hat auch der verlinkte Artikel, also die Textversion, vollkommen recht, dass der Trittdruck, das Rumstampfen da auf dem empfindlichen Boden tatsächlich verhindert, dass zum Beispiel der Wald sich verjüngt, dass andere Pflanzen als reguläre Bäumchen da wachsen können, dass der Boden zum Teil sogar verdichtet wird, kleinräumig und natürlich nicht in große Tiefe, aber wenn da ein massiver Trampeldruck durch massive Mengen an Waldbesuchern herrscht, dann ist das schon ein Thema. Andererseits kann man jetzt auch wieder dem Outdoor-Buddy da jetzt nicht vorwerfen, dass er jetzt eher dafür verantwortlich sei, wenn immer mehr Leute im Gespensterwald auftauchen, weil der wird ja auch sonst schon als Sehenswürdigkeit beworben. Der ist auf Google Maps als Sehenswürdigkeit beworben, den wird man auch garantiert im nebendran sich befindlichen Städtchen als Sehenswürdigkeit bewerben. Und wenn jetzt da das Ding, eine Sehenswürdigkeit, die eh schon eine ist, durch einen Influencer vor Ort noch weitere Aufmerksamkeit bekommt, würde ich jetzt sagen, das liegt in der Natur der Sache und im Rahmen des Informationszeitalters ist das normal und da kann man eh nichts dran ändern. Jetzt ist halt die Frage, ob man dann unbedingt an so einem potenziell hochfrequentierten Ort dann auch noch übernachten muss, um zu zeigen, dass man da übernachten kann. Und es dann möglicherweise diverse Leute gibt, die da auch übernachten, weil es ja auch noch eine sehr schöne Waldübernachtung ist, glaube ich auch voll und ganz, dass das eine schöne Waldübernachtung gewesen ist, die das dann halt dann auch haben wollen und dann halt auch da übernachten wollen. Ja, und dann ist es wirklich nur noch eine Frage von vergleichsweise wenig Zeit, bis dann die zuständigen Behörden und die Anwohner recht schnell garantiert entsprechende Schilder und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und Ähnliches da aufstellen werden, um eben übernachten und in ihrem Gespensterwald zu verhindern. Das wird mit Sicherheit kommen, sollte das jetzt einen Trend losgetreten haben, dieses Video. Ja? Das könnte ich mir schon vorstellen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das der Fall ist. Dann übernachtet halt dann irgendwann keiner mehr im Gespensterwald, nachdem es dann erfolgreich verboten ist. Würde ich jetzt für so ein spezielles, besonderes Waldstück auch durchaus gerechtfertigt finden, dass man an den Stellen dann auch, wo halt eben wirklich was ganz Spezielles ist, ein Übernachtungsverbot auch hat. Das mit dem draußen Pennen in der Natur, das ist ja ohnehin nur etwas, was geduldet wird sozusagen. Nichts, worauf man jetzt ein einklagbares oder sonst irgendwie durchsetzbares Recht hätte, nach deutschem Recht. Und das finde ich auch ganz gut so, einfach weil, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, einerseits natürlich will man nicht, dass der Staat einem das Recht zum Draußenschlafen wegnimmt, wo kommen wir denn da hin? Gleichzeitig, wenn jeder das einklagbare, verbürgte Recht zum Draußenschlafen hätte, dann wären halt auch die Idioten möglicherweise draußen. Und man könnte nichts dagegen tun, dass dann halt auch irgendwelche Vandalen draußen schlafen, die sich eben nicht zu benehmen wissen. Und man muss da dazu sagen, die haben ja ihren Lagerplatz, die zwei, ihren Lagerplatz tipptopp in Ordnung, völlig unerkennbar, dass sie jemals da gewesen sind, zurückgelassen. Die hat da lag kein Müll rum, die haben nichts angezündet und
ja, das ist alles tipptopp. Ne? Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. So gesehen, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Mich würde mal da auch gerne eure Meinung in den Kommentaren zu dem Thema interessieren. Wie ist denn das? Darf man als großer Influencer... Ja, was heißt dürfen in jedem Fall, kann einem ja niemand verbieten. Aber sollte man vielleicht als großer Influencer lieber darauf verzichten, zu sagen, wo das jetzt genau gewesen ist. Aber andererseits, jetzt im Fall von diesem Gespensterwald, das kannst du fast nicht. Den erkennt man, sobald du das gesehen hast. Und wenn du Gespensterwald sagst, dann googelst du Gespensterwald, dann landest du früher oder später an dieser Stelle. Also das ist jetzt nicht so geheim. Ja. Ja, ist schwierig. Gerade in der Urbex-Szene da, also diese Urban-Exploring-Leute, die verraten ja normalerweise, also ich glaube die meisten zumindest, verraten ja nicht, wo ihre jeweiligen Gebäude sind, die sie da erkunden, sofern sie dann irgendwelche Gebäude erkunden. Meistens sind es ja Gebäude, soll ja urban, also urban sein, was die da exploren. Und darum gehe ich mal schwer davon aus, dass es auch sonst in dieser Urbex-Szene relativ weit verbreitet ist, dass man nicht immer verrät, wo jetzt exakt was ist, damit da halt eben nicht riesige Besucherströme zu der entsprechenden Stelle unterwegs sind. Aber ja, es spricht sich dann halt doch schnell mal rum, wo was dann doch gewesen ist, und dann kommen halt trotzdem die Ersten. Und die Ersten werden nicht die Letzten sein, wenn die dann halt nochmal ihre Kumpels mitbringen und so weiter und so fort. Deswegen, das ist schon ein sensibles Thema. Ganz unterbinden kann man es nicht. Soll man es versuchen, soll man es nicht versuchen? Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da noch was zu in die Kommentare schreiben wollt. Ich gebe mir auch große Mühe, dann entsprechend an der Diskussion teilzunehmen. Wenn ich es irgendwie hinkriege, zeitlich, dass ich dann noch ein bisschen auch die Kommentare beantworten kann. Ja, das habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen schleifen lassen. Aber ich gebe mir dann äußerst große Mühe. Ja, das also zum Thema. Bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.